Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bioshock 1. Und ja, wir sind auf dem Weg in Arcadia, oder nach Arcadia, zu dem Handelsposten oder zu dem Handelszentrum, sag ich mal. Und jetzt gehen wir erstmal uns hier noch ein bisschen an den Leichen bedienen, die nichts haben für uns, sinnlos. Hier ist ja gar nichts. Das ist natürlich nicht gut. Hier war noch was drin, Kuchen mit Cremefüllung kann man immer gebrauchen. Zwei Pettriegel hauen wir uns noch zwischen die Zähne. Hier ist ein Safe. So, Hacken auf jeden Fall. Ja, okay. Okay, jetzt sitze ich in der Scheiße. Genau. Verdammt, Alter. So, jetzt nochmal. Ganz langsam. So. Und so. 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 Und ein Grades brauche ich noch. So, fertig. Machen wir mal so. Oh, 7612. 2 Verbandskäste und 20 an die Personen. Granaten, das ist natürlich geil. 206 Geld haben wir. Der Parasit hat ein Auge auf und Rapture geworfen. Ein Turmband für euch. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das... Okay, ich spiele euch das gleich nochmal vor. Ich hätte jetzt nicht drücken sollen wegen der Tür, das tut mir leid, aber ich spiele es euch gleich nochmal vor. Farmers Market. Wir sind auf dem Weg nach Farmers Market, nicht nach Arcadia. In Arcadia sind wir und wir sind auf dem Weg nach Farmers Market, genau. Okay. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Ja, ich glaube, sie kommen damit irgendwie auf Dauer erstmal nicht mehr klar, dass sie, wie gesagt, die Kinder so verunstaltet hat, weil sie irgendwie Mutterinstinkt entwickelt hat. Weil sie ja so viel mit den Kindern zu tun hatte und sie können dann irgendwann bestimmt nicht mehr mit ansehen. Deswegen müsste die jetzt versuchen, alle zu retten. Ist schon eine tragische Geschichte, was hier eigentlich abgeht, ne? Krass, echt auf jeden Fall. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Das habe ich gehört. Ted! Sa! Bee! Geil, wie Sau. Jetzt holen wir uns auch mal noch dieses Dings da. Jetzt hacken wir das Ding erstmal. Dann gehört das nämlich uns, Freunde. Dann könnt ihr uns mal vollfällig erstmal am Arsch lecken. Ja. Das ging ja gerade mal uns. Sind wir noch. Oh, hier sind Splittergranaten. Das ist natürlich nice.
Aha. So, jetzt müssen wir auch mal gucken, wo gehen wir jetzt erstmal lang, um hier alles wirklich abzuformen. Hier oben würde ich sagen. Gucken wir uns hier oben erstmal um. Alles klar, Kamera. Hacken. Okay. So, das und das. Und dann das hier, warte mal. Wo ist es hin? Hier. So. Sehr gut. Kamera gehört uns. Bandagen, sehr gut. So eine Kasse, Film noch drin. Hier ist nichts mehr. Müssen wir noch nachfüllen. Die E-Spritze könnte man mal wieder gebrauchen, Freunde. Oh. Sehr gut. Ja. Ja, genau, dort hinten ist wieder so ein Scheißteil, Alter. Komm mal her. Nimm mal klein mal, weißt schon. Nimm mal klein mit. Hä, wo ist denn das eine Teil jetzt? Ich hatte doch noch so ein komisches. Nochmal eben halt das. So. Und gerade. Fertig. So, das gehört jetzt auch uns. Wir nehmen hier noch ein Medikit mit. Hier ist noch ein Safe. Den wir natürlich auch hacken werden. Hier, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das Karte nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Fertig. Stickstoffgranate, 4 Splittergranaten, 20 an die Person. Ja, hammergeil, das läuft doch wie Sau. Nehmen wir noch die Registrierkasse aus. Hier haben wir auch noch eine Kassette gehabt. Läuft bis jetzt. Kartoffelchips fressen noch. Oh, übelste Wurst, Alter. Guck dir mal die fette Wurst an. Oh, Alter, ist das Salami? Oh. Stell dir mal das Brodel dazu vor, so ein übelster Platschen, ey. Oh, Hammer, geil. Hm. Da fällt mir ein, ich muss nachher gleich mal was essen, ey. So, erstmal hier gucken. Mr. Bubbles! Okay, also alle zwei Eingänge führen hier nach, müssen wir mal gucken, welche Waffe nehmen wir jetzt? Wir haben jetzt noch 3 an die Person. Wir haben 14 panzerbrechende Munition. Und wir haben natürlich eine Kamera. An die Person. Ne, das ist alles nicht das Richtige. Ionischer Schrot, Explosivschrot. Wir nehmen jetzt die Splittergranate mit Raketen. Ah, ne, mit dem Granatwerfer, da haben wir die Schadensteigerung. Erstmal machen wir noch ein Foto und dann geht es los. Okay. Da haben wir noch die alte. Little Sister, Alter. Was kriegen wir jetzt dafür? Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eve. Das ist natürlich hammergeil. Houdinis Beise haben wir fotografiert. Okay.
Alter, was war denn jetzt? Das war's schon. So, Houdini haben wir jetzt auch ein Stück weiter. Was haben wir? Erhöhter Schaden plus plus, das ist doch hammergeil. Wo ist denn die Alte? Ich will die Alte haben. Jetzt will die SF mal retten. So, 3, 2, 1, Genickbruch. So, alles klar, gerettet. Auf jeden Fall. Ja, ich hab dich gerettet. Alter. Hau ab, Mann. Wo ist denn jetzt? Oh. Scheiße. Wo ist denn die Alte hin? Komm her jetzt. Deine Mutter macht das geht's jedes Mal. Kommst du jetzt her? Die stinkt mir zu sehr. Ich riech die bisher her. Ich seh die nur nicht. Hier. Sag, Alter. Wurde so schöne Maske von der Fresse geknallt. So. Hier, der Big Daddy hatte noch was für uns. Wo liegt denn der jetzt hier hinten? Hat nämlich noch Dollars gehabt, aber... Kuchen mit Cremefüllung muss auf jeden Fall mit. Ah, wenn Hatzel wissen würde, dass ich hier fremden Kuchen esse, die würden meinen Kopf umdrehen. So. Dann haben wir das destillierte Wasser noch mit. Tape für euch. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudekühl drüben in der Whirly Winery. Wieder redet. Seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet. Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Es ist. Viel Wasser nehmen. Es ist destilliertes Wasser. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag... Halt auf zu quatschen, das hatten wir schon mal. Tut mir leid, dass es jetzt nochmal kommt. Und entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Und die hacken wir auch gleich mal. Wir wissen, warum wir es können. Und wenn wir die einfach mal vielleicht und dann noch brauchen. Vielleicht kommen dann auf dem Rückweg noch irgendwelche Spastmatiker an. Okay, hier ist alles zu. Wir haben ja alles zugebaut, außer hier. Okay, wir machen jetzt oben rum. Wir kommen sonst nur schon wo mehr lang, Freunde. So, jetzt müssen wir mal gucken. Scheiße, scheiße, ich brauche so ein Dingens da. Hier. Das, das. Das. Hier runter. Hier runter. So runter. Komm, komm, komm. Ja. Ha! Guckt euch das an, Alter. Übelste Konstruktion. So. Also das war vielleicht eine Kamera, ne? So, hier unten ist nichts mehr. Eine Registrierkasse ist noch, da ist eine Schraube drin. Natürlich ist in der Kasse immer eine Schraube drin. Das dürfte klar sein. So, jetzt nehmen wir das noch hacken. Okay. Das hab ich gebraucht. Dann nehmen wir das noch mit hin und das hier. Und dann sind wir fertig. Safe offen. Knete. Gib mir die Knete. Geil. So, hier war nichts mehr. Da gehen wir jetzt hier rüber noch gucken. Da kommen wir gar nicht rein, oder was? Ah, hier kommen wir rein. Ich wusste, dass wir hier irgendwie reinkommen. Registrierkasse. Ich hab's für dich getan, Vater. Dir zur Freude.
Ist ein bisschen behämmert oder was? Du spinnst mir ein bisschen. Moment, das ist mein Leben. Halt's Maul, Alter. So, jetzt können wir uns nämlich noch die panzerbrechenden Pistolenkugeln holen. Und zwar die hier drinne. So, da haben wir alle mitgenommen. Darum ging es mir. Wer ist das? Ich will die Haha. Oh, LED-Head-Splicer. Ich brauche von den LED-Heads auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Alle, du Schwein. Na, mein Roboter macht das ja. Der erklärt das. Guck dir das an, aber. Wir werden von den Robotern mal ein paar Fotos machen. Sicherheitsbot, Alter, was kommt denn jetzt? Mal sehen. Erhöhter Schaden, plus Sicherheitsbot sind anfällig für panzerbrechende Munition und Elektrizität. Komm her, ich will noch ein Foto machen, Alter. Von euch zwei zusammen. Ja. Oh, guck euch das an, schon wieder bei der Hälfte. Na, Hammer, nice, ey. Noch ein. Jawohl. So, die Roboter sind jetzt weg. Macht nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder ein paar Fotos gemacht. Kommt sehr gut. Und hier wollte ich noch mal rein. Ich weiß nicht, ob wir hier... Hörst du jetzt mal auf, Alter? Hüpst hier hoch. Oh, was ist denn hier? Guck mal, hier ist nämlich eine Geheimtür, Freunde. Tape für euch. Dr. Souchong, ich bin von Ihrem Vorschlag schockiert. Wenn wir die Struktur der Plasmide, die wir vertreiben, wie Sie vorschlagen, so modifizieren, dass die User dadurch anfällig für mentale Manipulation durch Pheromone werden, wäre es uns ja möglich, die Aktivitäten aller Einwohner von Rapture zu steuern. Der freie Wille ist das Fundament, auf dem diese Stadt aufgebaut ist. Allein der Gedanke daran, dies aufzugeben, ist abscheulich. Andererseits befinden wir uns hier im Krieg. Ginge es nach Atlas und seinen Schergen, würden sie uns nicht zu Sklaven machen, wenn sie könnten? Und was wird dann aus dem freien Willen? Nun, radikale Zeiten erfordern radikale Maßnahmen. Damit hat er vielleicht recht. Aber wie das die anderen Leute, speziell hier die Bevölkerung sind, ist dann wahrscheinlich sowieso egal. Aber wir, hier sind sowieso einige, hier einige hohe Tiere in dieser Unterwasserstadt, also in Rapture. Sind wir eh nicht ganz koscher. Mal ganz ehrlich. Übelste Spinnerin hier rum. Wahrscheinlich hat das auch dazu geführt, dass eben eine Stadt, wo eigentlich die unter keinem richtigen System eigentlich steht, dass die so eben zusammengebrochen ist. Weißt du? Weil es ja so richtig irgendwie kein richtiges Gesetz oder sonst irgendwas gibt. Oder jedenfalls kümmert sich da irgendwie niemand so richtig drum. Als wie jetzt in einer echten Stadt, die an Land und über Wasser ist. Tuggish-Splicer. Alter, jetzt haben wir aber Fotos gemacht, ey. Halt's Maul, Alter. Guck dir das an, ey. Jawohl, wir sind beim Tuggish-Splicer, sind wir auf jeden Fall auf A. Neues Tunikum, Freunde. Sportboost 2. Sie sind es leid, dass sie von ihrem Nachbarn mit installierten Sportboost immer ausgestochen werden. Dann holen sie sich doch jetzt Sportboost 2 und stechen sie ihn aus. So, sie bewegen sich. Sie bewegen und schwingen die Rohrzange viel schneller. In Gamebank. Ich glaube, die sind alle tot. Erstmal alles holen hier. Erstmal alles necken. Ist er damit zufrieden? Ihr wisst doch das. Die neuen Plasmide der Sportsplasmide machen nicht zu dem Händen. Immer komm zu einer zweistündigen Gratis-Probeanwendung ins Medical Pavilion. Du wirst den Unterschied zu schätzen wissen. Jetzt sind wir hier unten. Verbandskasten auf jeden Fall, eine Gamebank. Da bräuchten wir aber auf jeden Fall erstmal einen Gatherer's Garden.
UN-Wenn-Station. Eve-Link 2. Steigern Sie das Eve mit jedem Verbandskasten, indem Sie das neue Eve-Link 2 benutzen. Eve-Saver. Die Verbandskasten verleiht auch eine Menge Eve. Wir lassen das erstmal entgehen. Wir brauchen auf jeden Fall, Körpertonika-Slots 2 Stück. 2 Stück definitiv. Und dann noch 4 Hecken, Medical Expert. Mehr Gesundheit, und das war das Ding. Wir brauchen 2 Körpertonikas auf jeden Fall. Also 2 Körperslots auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, wie gesagt, wir legen es in die Gamebank. Was ist das jetzt? Der Verkaufsautomat. Ach so, ja. Hier ist eine Splitterkanone, können wir gut gebrauchen. Und jetzt tun wir den Verkaufsautomat noch hacken. Oh Gott, übelste Schwierigkeit. Scheiße! Das war's. Na toll. Ich will auf jeden Fall den Bot noch fotografieren. Das haben wir auf jeden Fall auch fotografiert, Alter. Leadhead Splicer. Den wollte ich zwar gar nicht haben, aber okay. Macht nichts. Komm her. Den haben wir voll erwischt. Ja, wir haben es geschafft. Neue Sicherheitsexperte 2, ihre Gegner haben ihre... Was? Haben ihre Sicherheitsvorrichtungen aufgerüstet, deshalb sollten sie ihre Hacking-Fähigkeiten ebenfalls aufrüsten. Holen sie sich den Sicherheitsexperten 2, die neueste Erfindung HackSmart. Jawohl. Das ist doch geil, können wir gleich auswechseln. Das tun wir hier rein. Wo bist du hin? Ich will weiter kämpfen, verdammt nochmal! Oh mein Gott. Oh, die Leiche hat's Bild hier. So, wir gehen uns zu unserer Lieblingskammer, stellen uns hinter den Stand, verkaufen noch 3 Würstler, 6 Brodeln und damit würde ich mich aber auch verabschieden wollen für diese Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen und einen Kommentar da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Bioshock 1. Und mir bleibt nicht weiter übrig, als wieder einmal zu sagen, ein frohes Sonntag mit Plasmiden, der Kimme und den Korn, euer Bahamut 1x3, haut rein, tschüss!